Ein Maler und sein Ort. Caspar David Friedrich in Greifswald. Geschrieben von Mary Beard. Caspar David Friedrich, geboren 1774, gilt als Gigant der deutschen Romantik und hat die Kunstwelt nachhaltig beeinflusst. Seine Gemälde, die oft einsame Figuren zeigen, die von weiten Landschaften dominiert werden, rufen ein tiefes Gefühl der Ehrfurcht und Kontemplation hervor. Sie sprechen von der erhabenen Kraft der Natur und der Vergänglichkeit der menschlichen Existenz, die in seinen Werken immer wieder thematisiert wird. Friedrichs Verbindung zu Greifswald, einer Hansestadt an der Ostseeküste, ist tiefgründig und untrennbar. Hier wurde er geboren und die Landschaften seiner Jugend, insbesondere die dramatischen Klippen und der weite Himmel der nahegelegenen Insel Rügen, prägten seine künstlerische Vision nachhaltig und tiefgreifend. Greifswald war mehr als nur Friedrichs Geburtsort. Es war seine erste künstlerische Heimat und Inspirationsquelle. Hier erhielt er seine erste formale Ausbildung und absorbierte die künstlerischen Traditionen und Einflüsse, die später seinen einzigartigen Stil prägen sollten und ihn zu einem Meister machten. Die Verbindung der Stadt zum Meer, ihre gotische Architektur und die Schönheit der umliegenden Natur finden sich in Friedrichs Werk wieder und sind unverkennbar. Heute feiert Greifswald seinen berühmten Sohn mit Stolz und zahlreichen Veranstaltungen. Das Caspar David Friedrich Zentrum, das in einem sorgfältig restaurierten Gebäude untergebracht ist, in dem der Künstler einst lebte, ist ein Zeugnis seines bleibenden Erbes und seiner Bedeutung. Das Zentrum beherbergt eine Sammlung von Friedrichs Zeichnungen und Gemälden und bietet den Besuchern einen tiefen Einblick in seinen Schaffensprozess und die Entwicklung seiner künstlerischen Vision. Es dient auch als Drehscheibe für die Friedrich-Forschung und veranstaltet Ausstellungen, Vorträge und Workshops, die sich mit dem Leben, dem Werk und dem anhaltenden Einfluss des Künstlers befassen und diesen weitertragen. Der Geist Friedrichs durchdringt Greifswald und zieht Kunstliebhaber und Wissenschaftler aus aller Welt an, um die Landschaften zu erleben, die ihn so sehr inspiriert haben, und seine Werke zu studieren. Wenn man durch die gepflasterten Straßen geht, spürt man förmlich die Präsenz des Künstlers, dessen Blick auf das Spiel von Licht und Schatten, auf die Weite des Himmels, der auf den Horizont trifft, gerichtet ist und seine Kunstwerke durchdringt. Einen Meister feiern. 250 Jahre Caspar David Friedrich. 2024 jährt sich der Geburtstag von Caspar David Friedrich zum 250. Mal und Greifswald ist zum Epizentrum einer einjährigen Feier seines Lebens und Werks geworden. Die Feierlichkeiten, die die anhaltende Faszination des Künstlers bezeugen, bieten ein reichhaltiges Programm an Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen, die sowohl erfahrene Kunstliebhaber als auch Neulinge in Friedrichs Welt der Suggestion ansprechen sollen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht eine große Ausstellung im Pommerschen Landesmuseum, Greifswalds bedeutendstem Museum. Diese Ausstellung vereint eine bemerkenswerte Sammlung von Friedrichs Gemälden und Zeichnungen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Sie bietet die seltene Gelegenheit, einige seiner bekanntesten Werke zusammen mit weniger bekannten Stücken zu sehen und einen umfassenden Überblick über seine künstlerische Entwicklung und stilistische Bandbreite zu erhalten. Über die Mauern des Museums hinaus ist Greifswald selbst zu einem Schauplatz künstlerischer Erkundung geworden. Überall in der Stadt sind Installationen entstanden, die von Friedrichs Werk inspiriert sind und die Besucher einladen,
sich auf neue und unerwartete Weise mit seiner Kunst auseinanderzusetzen. Diese Installationen, die oft von zeitgenössischen Künstlern geschaffen wurden, bieten neue Perspektiven auf Friedrichs Themen und Techniken und zeigen seine ungebrochene Relevanz für die zeitgenössische Kunstpraxis. Die Jubiläumsfeierlichkeiten beschränken sich nicht nur auf die Welt der Kunst. Greifswald hat sich große Mühe gegeben, die Feierlichkeiten für alle Altersgruppen zugänglich und attraktiv zu gestalten. Workshops für Kinder und Familien, Vorträge renommierter Friedrich-Forscher und sogar Theateraufführungen, die von seinem Leben und Werk inspiriert sind, haben die Stadt in ein pulsierendes Zentrum kultureller Aktivitäten verwandelt. Der 250. Geburtstag Friedrichs ist nicht nur eine Gelegenheit, auf seine vergangenen Leistungen zurückzublicken, sondern auch eine Chance, sein bleibendes Erbe zu feiern und seinen anhaltenden Einfluss auf Kunst und Kultur zu erforschen. Diese Feierlichkeiten bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Bedeutung von Friedrichs Werk in der heutigen Zeit zu verstehen und zu schätzen. Licht durch eine neue Linse. Olafur Eliassons Fenster zu Friedrich. Eines der meistdiskutierten Elemente der Greifswalder Friedrich-Feierlichkeiten ist eine Auftragsarbeit des international bekannten Künstlers Olafur Eliasson. Eliasson, der für seine großformatigen Installationen bekannt ist, die mit Licht, Wahrnehmung und Naturphänomenen spielen, hat für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum ein ortsspezifisches Werk geschaffen. Eliassons Installation hat die Form eines Fensters, das im Dachgeschoss des Zentrums installiert ist und einen gerahmten Blick auf den Himmel über Greifswald bietet. Das Fenster selbst ist keine gewöhnliche Glasscheibe. Es besteht aus einer Reihe von Prismen und Linsen, die das einfallende Licht brechen und streuen und so ein sich ständig veränderndes Muster aus Farben und Schatten auf die umliegenden Wände und den Boden werfen. Dieses Spiel von Licht und Raum verweist direkt auf eines der markantesten Merkmale von Friedrichs eigenem Werk, seinen meisterhaften Einsatz von Licht zur Erzeugung von Stimmung und Atmosphäre. Friedrichs Gemälde sind oft in ein weiches, ätherisches Licht getaucht, sei es der warme Schein der Morgendämmerung, die kühle Ausstrahlung des Mondlichts oder das dramatische Spiel von Sonnenlicht und Schatten über einer weiten Landschaft. Eliassons Installation ermutigt den Betrachter, innezuhalten, die subtilen Veränderungen von Licht und Farbe zu beobachten und über den Lauf der Zeit nachzudenken. Themen, die im Zentrum von Friedrichs eigener künstlerischer Praxis stehen. Sie schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, indem sie Friedrichs ungebrochene Faszination für Licht und Natur mit zeitgenössischen künstlerischen Auseinandersetzungen mit diesen Themen verbindet. Die Installation ist zu einem Gesprächsthema für Besucher und Einheimische geworden und hat Diskussionen über Friedrichs Kunst, das Wesen der Wahrnehmung und die Rolle der Kunst in unserem Leben angeregt. Sie lädt dazu ein, die Verbindung zwischen Kunst und Natur neu zu entdecken und zu schätzen. Über Generationen hinweg. Friedrichs ungebrochene Antwort.